Ja, hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Citizen. Ja, heute ist der, ja, sagen wir mal so, der Alles ist möglich Dienstag, denn wir haben eigentlich gar keinen Plan, was wir eigentlich machen wollen. Bis auf eine Sache, denn wir wollen den Crime Set vom Shishi loswerden und damit begrüße ich euch herzlich. Hallo Shishi! Servus! Hallo Kay! Hallo! Und hallo Stalker! Hallo! Hallöchen. Ja, genau, der Shishi hat sich mit kleinen Crimson eingefangen, der Böse. Ne? Und ich meine, schaut mal an, wie er aussieht, ne? Guckt, ne? Er sieht schon böse aus, ne? Ja. Kein Wunder, kick keiner andere, ne? Ja. Und ja, und da ich ja nicht mit so einem kriminellen Abschaum da, ne, zusammen gesehen werden will, ne? Also habe ich mir natürlich auch mal ein anderes Outfit zugelegt, beziehungsweise mal einen anderen Helm. Ja, also geht ja nicht, dass ich hier noch erkannt werde von den Leuten, das kann ja nicht sein. Also, und wir sind heute unterwegs mit der Valkyrie in schönem Weiß. Alter, Stalker, was hast du da gemacht? Hast du Farbe abgekratzt oder hast du angepinselt? Nee, ich hab noch einen Eimer gefunden im Keller. Du hast noch einen Eimer gefunden, ja, das war schick gemacht. Also ich muss schon sagen, ne, also in Weiß, alter Falle, hat was. Oder was meint ihr? Was, der hat Kubikmeter, wa? Oder was meint ihr so dazu, so als... Ich hab einen großen Keller. Du hast einen Ey, guck mal, das ist schon schick, ne? Ist jetzt auch das erste Mal, dass ich in Weiß sehe, also... Wirklich, echt? Hast du gerade... Also, ja, ja. Hast das erste Mal gespawnt in Weiß. Ah. Geil. Das ist einer der Pains, die es gab, ne? Oder die es ja, gibt. Genau. Cool. Passt ja. Zu Carrick. Das Coole ist jawohl. Ja, ich war ja wieder dumm. Ich hab ja erfahren jetzt erst, ne? Dass die Freelancer-Skins, dass die für alle Freelancer-Varianten gelten. Ich habe immer gedacht, dass Amateur. Du bist mal ganz ruhig, ne? Also. Wusste ich noch gar nicht und finde ich geil. Also nur so als Info, falls ihr das auch noch nicht da draußen nicht wissen solltet, falls ihr genauso dämlich seid wie ich, dann, also ne, wisst das jetzt, die Freelancer-Skins, die ihr kaufen könnt, gelten für alle Freelancer-Varianten. Finde ich voll geil. Voll cool. Ich denke mal, das ist mit den anderen auch so, ne? Wahrscheinlich mit den Avenger gilt dann wahrscheinlich auch für alle. Prospector hat kein Skin. Oh, ja, der, ja. Nee, hast du noch nicht. Doch, hab ich. Als ob ein Freelancer-Skin auf einen Prospector passen würde. Nur weil es von Miss ist, weißt du? Du, es passt auf einer Dur, ja, es passt auf der normalen und es passt auf der Max. Ja, weil es ja eine Freelancer ist. Die Miss Prospector ist keine Freelancer, das ist eine Miss Prospector. Ja? Anderes Schiff. Okay. Hast du hier eigentlich irgendwo so eine Abstellkammer, wo wir den hier reinpacken können? Was? Naja, nee, also ne, ich hab hier, also... Wenn er da rausfällt, da ist ja. Das so schlimm, oder? Ja, nö. Wart ab du, wir kommen gleich in die waffenfreie Zone, ne? Also ich wäre jetzt nicht so... Sagt die Krähe. Ja, ist klar, Ultraman hier mit deinem komischen Helm. Der Putzige, man will ihn nur füttern, ja, nicht? Ja. Komm, jetzt fliegt mal das Ding hier weg, bevor wir hier noch Staub ansetzen hier und wieder eingelagert werden. Genau, wir fliegen zu einem Krähennest. Ja, genau. Oder, apropos, Shishi, hast du so einen Stick oder müssen wir einen besorgen? Er sagt nichts. Shishi! Will einer fliegen? Mit? Soll Hallo? Ich fliegen? Ja, halt, du heißt doch Shishi, oder? Dann flieg du, Scott. Ja, egal. Also wir müssen auf jeden Fall für den Shishi noch so einen Stick da besorgen. Ich weiß, was für ein Stick? Ja, nicht so ein Stick da. Ach, du weißt doch, was ja, ich meine. Ich glaube, ich habe einen. Ist egal, hier passt nur einer rein. Ach, so blöd. Okay, wo geh ich denn jetzt hin? Geh nach hier. Hier ist noch ein Turm. Ah, da ist noch ein Turm. Ja, das ist aber der Remote-Turret. Wenn du runtergehst, dann links oder rechts durch den Mannschaftsraum kannst du dich unten ins Außengeschütz setzen. Aha, okay, also nochmal. Moment, jetzt muss ich erstmal aufstehen. Aber du kannst doch schon mal in losfliegen. Sitzt auch ich drin. Hört ihr mich wieder? Ja, wir hören dich. Hast du Probleme oder was? Ja, hab ich. Okay. Echte Probleme, Alter, ey. wenn Shishi da unten sitzt, dann bleibt er hier sitzen. Ah, da gibt's noch einen Turm. Achso, okay. Ja, ich hab oben auch noch einen. Oben ist auch noch einer. So viel. Wo ist denn wo? Alter, wie viele Türme hat das Ding denn so? Wie komm ich denn da hin? Ach, da ist er. Haben wir ihn schon gefunden. Ja, also das hat schon noch jede Menge massig. Alter Falter, ja. Also wir besorgen jetzt erstmal für den Shishi noch so einen Stick. Also eine Grimhexe, oder was? Ja, ist am nächsten von hier aus, würde ich sagen. Ja, yeah, dann haben wir die Piraten hin auf der Nase. Shishi, ich hoffe, du hast Geld, ne?
Er sagt wieder nichts. Da ist er taub auf dem Ohr. Auf dem Ohr ist er taub. Das ist das Taubheitsohr. Irgendwie hat er heute ein bisschen ein Problem mit seinem Mikro. Also irgendwie, naja, egal. Er ist schüchtern. Er ist schüchtern. Wo kommt man denn hier dieses Ding umstellen? Mit diesem, wie heißt das da? Dieses Gyroskop. Ah, da steht's doch. Switch Gyro Mode. Okay. Okay. Gyro Mode. Einer ist oben und einer ist im Remote-Torrent. Ah. Genau. Okay. Ich bin oben, der Shishi ist unten. Ich bin links. Und der Kay hat links. Also Shishi, du darfst ruhig was sagen, ne? Du musst nicht so schüchtern sein. Ist alles gut, es beißt dich keiner. So ein schönes Schiff. Alter Scheiße. Wenn wir mal in die Außenansicht gehen, ja, mal jetzt mal gucken. Oh, schön. Also ist ohne Scheiß, ne? Das sieht echt geil aus. Hätte ich nicht gedacht, dass die eben so weiß-grau so geil aussieht. Alter Falter, ey. Wenn ich aus dem Spiel raus habe, dann hört man mich wieder, ne? Ja, jetzt hört man dich, wie du tappst aus dem Spiel raus. Das ist komisch. Okay. Immer wenn ich aus dem Spiel raustappe, hört man mich. Okay, ja, keine Ahnung. Was kostet so ein Stick? Der beste kostet 8000, glaube ich. Oder was heißt das? Nee, der beste kostet 8500. Aber der eine kostet 8000 und der billigste, glaube ich, 3000. Oh, teuer. Oh. Ja, drei habe ich noch. Ja, also gut, dann muss es halt der billigste sein. Ansonsten müssen wir gucken, müssen wir einen spenden. Hat jemand von euch noch einen? Ja. Okay. Dann geht's ja. Also ohne Scheiß, ich kann mich da echt einen Transat sehen an dem Ding, ne? Das ist ein Schmuckstück. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich den gegen die C2 einschmelze. Aber hab mir gedacht, ach nö. Naja, wofür denn noch? Die kannst du aus der Portokasse zahlen, die C2. Ja, genau. Geiles Ding. Cool. Wir sind wohl die Stadt von den Ärmsten, wa? Staatliche Prüfter. Ja, und wie soll was wir danach machen? Was machen wir danach noch was? Nach der Hacking-Aktion. Mal gucken, wie lange es geht. Mal schauen. Erschießen. Ja, ich kann ja Kopfgeld holen. Naja, man schmeißt ja wirklich hier mit 25.000 oder so. Alter, was wollen wir? Ich muss erstmal irgendwie was essen, was trinken. Das gibt nix. Alter, Suftkopf. So, ich such gleich wieder den Eingang, ne? Wie immer, das wisst ihr. Einfach anfunken, Landerlaubnis einholen und dann siehst du das schon. Guck mal da in der Mitte, wo das alles da zusammenläuft. Ich kann ja mal gucken, ob ich eine Landerlaubnis bekomme. Ja, probier mal. Schick. Was ist los? Ich habe jetzt kein Feedback bekommen. Also das macht ja einen Krach, ne? Wenn der hier seine Afterburner zündet, ist er übel. Ja, Anvil. Meine, das hat laut hier. Das Ding haut was raus hier. Gleich kriegen wir ein Crime-Stat. Was? Hat nicht funktioniert mit der Landerlaubnis, musst du mal versuchen. Ich wollte gerade sagen. Auf jeden Fall gibt es da so ein Symbol. Du schaffst das, ja, du passt da drauf auf das Bett. Das sehen wir gleich. Naja, ist doch groß genug. Da die 2 oder die 1, so ja hoch. Doch du, ich kenne jetzt deine Flugkünste nicht, weißt du? Ich würd ja gerne lebend hier ankommen. Uiuiui. Turbulenzen. Turbulenzen, du hast wohl gesoffen wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Bewegte Bilder, sage ich nur, ne? Ja. Oh ja. Uiuiui. Passt. Alles schön, alles gut. Bisschen eine Mac-Runde, aber gut, passt. Steht doch. Nicht schön, aber selten. So. So.
Also Shishi, steh auf. The Crow. The Crow, ja, ja, genau. Ihr seid ja nur neidisch. Ihr seid nur neidisch, weil ihr nicht so einen schönen Helm habt. Guck mal, ist das toll. So. Ja, ja. Wenn ich da irgendwie so ein bisschen Vogelfutter besorgen oder so. Verspeist mal ihn mit Sonnenblumenkernen oder so. Ja, 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 ja. So, wo geht's hier wieder rein jetzt? Ich hab mich mal verlaufen. Ah, da unten. Nee, das Airlock. Ja, hier rechts. Hier rechts. Ach, da sind ja hier oben, stimmt ja. Wo laufen die hin? Nicht, wo wollt ihr hin? Hallo, hier. Hier. Shishi, Kuckuck, hier. Put. Hoch. Ich lauf gegen Laternenfall, weißt du? Der olle Erpel. Ja. Komm, drück einer. Komm, alter Mann. Drück erstmal. Ein bisschen Flügellarm. Nicht, dass dir noch ein Schnabel hier irgendwie. Oh, Nee, mit sowas musst du unterwegs sein hier, du. Mann, ey. Ich fass das nicht. Ja. Ah, ja, ist okay. Ich werde mich irgendwann rächen. Ich werde mich rächen. Von dir, keine Angst. Warte ab. Du weißt ja, ne? Also, Career, waffenfreie Zone, also ich würde aufpassen, was du sagst. Put. Aus Aiden Hobbs wird Aiden Pieps. habt ihr gedrückt wenigstens? Guck mal, alle vier stehen so rum, keiner hat gedrückt, ne? Ich muss wieder arbeiten, ist klar. Wer so aussieht, klar. Ja. Hast du den Tobias mit deinem Schnabel gedrückt, oder? Ja, genau. Ich kann das wenigstens. So, Shishi. Dann komm mal mit, damit du weißt, wo du dein Ding kaufen musst. Kommst bist du auch, bist du auch da? Wo ist denn der jetzt eigentlich? Wo ist denn der jetzt eigentlich wieder? Genau. Ach, da ist er. Geh mal. Was? Wo geht ihr denn hin? Na, saufen geht ihr wieder. Oh, Alter, ich fass das nicht, ne? Es geht nie wieder saufen. Also, weißt du, das ist ja typisch Shishi, oder? Das ist wieder. Oh, ja. Mann. Nee. So, hier rein. Hier, komm. Wo bist du? So, Shishi, hier kannst du jetzt auswählen. Hier gibt's die ganzen Dinger. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Und jetzt hört immer auf, das zwischen zu quatschen, wenn ich mir was erkläre hier. So. Hier gibt's. Jetzt läuft er mir vor der Nase wieder, Kerl. Hier gibt's den Ripper, den Tiger Claw, den Valesco. Wie viel Kohle hast du denn noch? Ich hab 11.000. 11.000, na ja, gut. Dann irgendwo such dir einen aus. Nimm einfach irgendeinen. Also ich würde ja also den Reauthorizer empfehlen. Ich habe gerade Valesco gekauft. Okay, naja gut, das bedeutet halt für uns mehr Arbeit, ist egal. Also gut, wenn du gekauft hast, dann kommen wir wieder raus hier. Aber jetzt weißt du, wo es ist. Übrigens, hier gibt es auch die Mission vom Rotro dann, ne? Also wenn ihr den mal sucht, müsst ihr hier lang und dann hier an dem Terminal, da erscheint er dann. Nur mal so als kleine Info. Auch für die Shishi, das wusstest du wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Nee. Siehste? Hab ich mir gedacht. Also, gehen wir wieder. Das da drin, Erdbeersaft? Leute, wir sind fertig hier. Kommt in die Puschen. Hast du gerade gesagt Erdbeersaft? Hast du Erdbeersaft gesagt? Ihr müsst ja erstmal herkommen hier zu uns. Ja, wir sind auch schon da. Ja, aber wir sollen in die Puschen kommen. Guck, wieder mit Glas in der Hand. Erdbeersaft hast du gesagt, komm her. Du kannst mich nicht boxen, ich hab hier einen Becher. Hör auf. Verschütte ich hier noch was? Als ob man mit Kindern unterwegs ist, ne? Nur guck einen da. Mann. Das sagt der Schnabelmann. Ja, das sagt der Schnabelmann. Ey, hau mich noch einmal, du. Der haut den Chef, das gibt fristlose Kündigungen, du. Alter, Piepart. Jetzt so, Abmarsch. Guck, dass du nichts verschüttest auf deine schöne weiße Rüstung. Ja, muss aufpassen. Es gibt Flecken. Aber dann sieht man wenigstens Blut nicht so, was ich gleich aus dir auskloppen werde. Ich hab einen Notfallsanitäter bei mir. Der hat Urlaub. Was? Nein, ich hab keinen Urlaub. Wer schießt denn da jetzt wieder hier? Wieder nur Ganoven. Shishi, die schießen auf dich, weil du ein Cramset hast. Komm, wir müssen schon an Bord hier. Hopp, hopp. Nein, von Grimhexen. Nein, Quatsch, hier schießt keiner. Nee. Nein. Das ist waffenfreie Zone hier.
irgendwann wird ich schon meine eigene Klappe erschlagen. Ich wollte gerade sagen, ja, dann musst du auch aufpassen, ne? So, und wieder rein hier. Und dann geht's ab nach Caria. Oh, es hakt. Es hakt. Was, es hakt? Ja. Was hakt? Na, das Spiel hat gerade gehakt. Achso, das Spiel hat gehakt. Okay, ja, das passiert mir in letzter Zeit komischerweise auch oft. Seltsam. Naja, solange es nur hakt und nicht rausgeht. Ja, ja, eben. Solange es nur ruckelt und so, dann geht's noch. Mal kurz einfriert. Wieso klettert ihr jetzt nicht hier hoch? Hallo? Hoch? Ich will hier hoch! Jetzt lässt er mich nicht hier hoch, ne? Jetzt aber, jetzt. Oh Mann. Dann soll der schubsen. So, ich gebe dir den Turm. Ja, was ist jetzt da? Was machst du eigentlich da unten? Ist das okay? Du suchst für das Klo, oder? Du suchst das Klo. Ich setz mir jetzt hier in einen von die 20 Sitze hin und trink meinen Erdbeersaft. Du sollst lieber mal in den Turm gehen, falls da irgendwelche Feinde auf uns lauern hier. Tut mir sind schon welche. Ich dachte, ich habe hier kompetente Fachpersonal hier dabei. Du weißt schon, mit wem du unterwegs bist, oder? Ja. Wo wollen wir hin? Caria. Wenn du weißt, wo das ist. Ja, bitte genauer. Celine. Ja, ich hab's doch schon. Oh, ich hab's. Du. Also nach vorne sieht man aber nicht viel in dem Turm, ne? Da ist das ein bisschen alles verdeckt hier, ne? Also ich sag mal, das Instrumenten, also diesen Radarpult, ne, so ein bisschen kleiner machen, ein bisschen nach unten setzen können. Würden wir mal mehr sehen. Geh mal in den Remote-Tor, da siehst du alles. Also hier oben in dem, da ist es ein bisschen die Sicht verdeckt. Und für einen Turm, ich meine, ich mag ja Streben und so weiter. Aber wenn im Turm die Sicht da unten durch den Radar verdeckt ist, das finde ich nicht so prickelnd. Dann guck dir mal den Remote-Torwart an. Nee, ich bleib jetzt hier sitzen. Ich will nicht nur Remote-Torwart gucken. Ich bin jetzt beleidigt, weil ihr mich immer aufzieht hier. Wegen meinem schönen Helm. Ich dachte, das ist deine Tafel. Oh, wart ab. Oh, was war denn das hier? Ja, da hat einer gepumpt. Das sieht schon cool aus. Mal nochmal. Geil. Also ich kann schon rausrotzen, ne? Also es ist übel. Feuer. Ja, jetzt kommen wir ab nach Caria hier und nicht rumspielen hier. Müssen wir dann hier oben ein paar Türme kaputt machen? Da muss keine Türme kaputt machen bei Caria. Alter, Falter. Hast du es jetzt? Oder muss ich aussteigen und schieben? Ich halte es nicht aus. Alter. Ja, ja. Ich meine, ist ja schöner Mond. Ich meine, gucken wir ja gerne an, aber auch nicht 3 Stunden lang hier. Ja, ja, ja. Ich war gerade auf Abwägen. Aha. Aha. Und dann wieder Schnitzelbrötchen gekriegt, wie immer. Oh mein Gott, nee. Ich werde stramm maxen. Also wenn ich das jeden Tag mit euch machen müsste, würde ich sterben, ja. Würde ich durchdrehen. Dann könntest du mich schon einliefern. Das liegt aber nicht an uns. Ja. Du bist ja nicht wie YouTube das hast mit uns. Ja, eigentlich schon. Einbildung ist auch eine Bildung. Wir bereichern ja wohl dich. Ihr bereichert euch an mir, ja. Bitte? Komm, der war gut, gib zu. Okay. Kannst du den einfach mal über Bord werfen? Nur der Krishna hat ein Messer hier. Der hat doch Räume an der Hüfte, wie will denn der mich über Bord werfen? Der Krishna hat ein Messer hier, dritter Halswirbel. Alles gut. So, jetzt müsst ihr auf jeden Fall irgendwo da entweder irgendwo landen, oben auf der Plattform oder euch irgendwo anders hinstellen. Aber ist nicht wahr. Ist nicht wahr, ja. Ich dachte, du schwimmst von hier dahin. Was? Na, für ihn können wir ja auch hier so ein. Weiß ich nicht. Aber du weißt schon, dass du verkehrt rumstehst, ja? Also ich meine. Lassen dich doch drehen, mein Jott. Ja, mir wird schlecht, wenn ich auf den Kopf fliegen muss. Ja, so sieht es doch schon besser aus. Ja, das habe ich schon eleganter gesehen, aber ist okay. Passt schon. Ja, du, das sind richtige Schiffe hier. Ja, so eine Aurora, weißt du, hier so ein Klapprad. Ja, weißt du?
Die bringt dich ans Ziel, das kosteneffektiv. Ja? Kosteneffektiv. Super geiles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, okay. Übrigens, du kannst ja auch automatisch landen, ne? Aber ich würde das Fahrwerk ausfahren. Na, hast du zum Glück gemacht. Hast du Schwein gehabt. Natürlich. Hör mal. Das ist ein Dropship. Die müssen so. Mhm. Naja, stimmt, hast recht. Mhm. Geb ich dir mal recht. Ich komme jetzt dahin. Ich schmeiß dir selber über Bord. Sonst ja. Das geht nicht. Wir müssen dem Shishi noch helfen. Ich glaube, ich die Treppe runter. Dann lassen wir liegen hier. Nee, brauchst du nicht. Das schafft er von alleine. The Crow. The Crow, eben, genau. So, wo ist unser Shishi? Wo ist er? Er ist schon draußen. Ah, da. Ja, ich sitze noch. Ja, wieso sitzt du denn noch? So spät? Hallo. Hallo. Ich. Weißt du, der Shishi muss hacken. Der Kay kann nicht schießen. Dann bin ich wieder alleine. Weil er traut sich da wieder nicht. Du zieh mal sicher, jetzt haben wir eine Waffe, Shishi. Du hast ja eine, oder? So wie es aussieht. So ist brav, genau. 11 Schuss. Oh, aber doch so viel. Hey, jetzt hör auf mit dem Schiss weg. Mei, das ist nichts mehr. Wie 11 Schuss. Nur Blödsinn im Kopf, doch. Nur Blödsinn im Kopf, die Leute, ne? Hier, ein bisschen mehr Ernst hier. Ein bisschen mehr Professionalität an den Tag legen, ja? Nee. Piep. Boah, ich würde so gern abdrücken. Ne? Mach mal, hast du noch Crime Set zu hacken? Naja, eben. Nee, hier kriegst du ja kein Crime. Doch, wieso krieg ich kein Crime Set? Nee, krieg ich doch gar nicht. Okay. Er hat auch sein Multitool hier, falls er ein Fels findet. Ja, eben. Ja. Seit wann kriegt man hier ein Crime Set? Du kriegst doch kein Crime Set, oder? Warum nicht? Weil man ja Korea nie ein Crime Set bekommen hat. Seit wann bekommt man das? Commonway ist da online. Die Tür ist auf, kann man durchgehen. Ich war gerade etwas abgelenkt. So, ist Achtung, ich bin jetzt mal vorsichtig hier. Es kann sein, dass hier noch NPCs rumlaufen. Wenn irgendjemand diese Mission angenommen hat, dann spawnen hier NPCs. Unter Umständen, das müssen wir ein bisschen gucken. Aber vorsichtig. Kann natürlich auch sein, dass sich hier ein Spieler versteckt, der uns das Leder will. Ja, mir nicht. Der wird ja höchstens da die Federn rupfen. Lauft ihr mir jetzt alle hinterher oder was? Ihr könnt mal ein bisschen verteilen, ja. Leute. Also, Nein, man sollte schon so ein bisschen zusammenbleiben. Mhm, ja, damit sie direkt alle auf einmal kriegen, ne? Wie im Horrorfilm. Wir müssen uns aufteilen. Ja, genau. Und dann wird jeder nacheinander weggeholt. Ja, ich. Ach, Mann, jetzt haben sie es rausgekriegt, scheiße. Ich hab gedacht, naja, ich könnte es irgendwie, ne? Naja, ist egal. auf kreative Art und Weise loswerden. So, Shishi, jetzt zu dir. Steck mal deine Waffe weg. Und ihr haltet mal hier Ausschau, ob hier irgendwo einer kommt, ne? Guckt oben auf die Fenster und so weiter und so fort. Ich muss ihn hier. Mhm, schön. So, Shishi. Hey. Den Stick hast du den Stick. Diese Karte hast du ausgerüstet. Den musst du jetzt unter Utilities ausrüsten. Kommst du denn zu. Leute. Hör auf mit dem Scheiß jetzt. Ich erschrecke mich hier zu Tode. Ja, nee, das ist echt kacke. Dann vor allem hört das dann jeder. Okay, guckst du links hoch? Ich guck rechts hoch. Alles klar. Also, wenn du ausgerüstet hast im Utility, dann sag's Bescheid. Irgendwo. Ah, mach ich. Wo es passt. Wenn's mal lädt. Ah, okay. Na gut, wir haben ja Zeit. Noch ist ja keiner hier. Kannst du derzeit mal dein Ei ausbrüten? Ich brüte gleich etwas aus, ja, aber kein Ei. Ich würde so gerne. Ich würde den Kopf da. Was hast du denn da? Warum schießt du? Was? Ich hab. Nein, das war mein Finger. Ich hab einen Crash. Och nö, ach, das ist aber schade jetzt. Okay, ja gut, dann machen wir an der Stelle mal einen kurzen Cut und warten, bis du wieder da bist. Okay, also ja, übrigens, wir sind wieder da, ja. Shishi, drück jetzt mal die Taste 4. Ja. Dann hast du das Ding in der Hand. Und jetzt gehst du hier an diesen Terminal und unten drückst du bei dem Schlitz, siehst du diesen Schlitz da unten? Ja. Genau, da drückst du F gedrückt halt und dann Insert.
Genau, jetzt ist das eingesteckt. Und jetzt, genau, jetzt lädt er den Key. Und dann siehst du Balken hier, ne? Siehst du das? Diese fünf Balken. Ja. So. Und da du ja nur den billigen gekauft hast, musst du es nach jedem einzelnen Balken einmal hier auf Continue drücken. Und das machst du so lange, bis das durchgelaufen ist. Und dann schauen wir weiter. Und wir gucken uns hier nach Feinden um. Und du solltest vielleicht auch ein bisschen in Deckung gehen. Müssen wir gucken, ob hier irgendwo einer kommt. Ich behalte mal hier unten auf der linken Seite den Ausgang im Auge, ja? Ja. Und Shishi, vielleicht solltest du auch den rechten Ausgang da im Auge behalten. Ja, den sehe ich aber von hier aus auch. Aber du guckst also doch oben, oder? Ja, guck immer nach oben. Ja, ich habe die oben im Blick und den Ausgang unten rechts. Was ich nicht im Blick habe, ist die Fenster über dem Terminal. Okay. Shishi, schaust du mal auf die Fenster oben, aber bleib in Deckung. Und ich guck dann hier links unten und die oberen zwei Fenster, ob da einer kommt. Und wenn der durchgelaufen ist, dann musst du ab und zu mal gucken, dann klickst du auf Continue, ne? Jetzt eine Wasserflasche auspacken ist blöd, oder? Mhm. Kannst du auch den Helm abnehmen dafür. Jetzt schade, dass man es von hier aus nicht sieht, ne? Erst wenn ich rangehe, dann sehe ich, wie es weiterläuft. Ist ja auch blöd. Aber gut, jetzt geht's wieder. Jetzt hängt's wieder bei mir. Ja, egal. Und, habt ihr noch mal einen gesehen? Nee. Okay. Eben war einer da, hast du gesagt, ne? Ja. Okay. Also entweder war das jetzt ein Spieler, der kam, aber ich habe nichts gehört. Habt ihr irgendwie ein Schiff landen oder so? Nee, ne? Oder es kann auch sein, dass vielleicht jemand diese Career-Mission angenommen hat, wo man diese Feinde auf Career erledigen muss und dann spawnen hier halt NPCs, wenn der dann in der Nähe ist. Ja, ich glaube, die spawnen dann auch hier drinnen. Gut möglich. Ich habe immer hier drinnen welche abgeknallt. Was? Ich habe immer hier drinnen welche erwischt. Ah, okay. Ja, vielleicht wollte der auch sein Crime-Set resetten und hat dann gesehen, da sind schon vier. Da sind vier Leute, ja. Ich warte mal lieber, ne? Ja. Bei welchem Balken sind wir jetzt, Shishi? Hälfte. Der was? Bei der Hälfte sind wir jetzt. Bei der Hälfte. Die Hälfte von 5 ist 2,5. Genau. Meine Fresse. Auf Anhieb, hast du gemerkt. Ja. Hab aufgepasst in der Schule, ne? Hab aufgepasst in der Schule, nicht so wie ihr, ne? Du hast nicht nur Kreide holen, ne? Nee. Hab auch eine Tafel geschrieben, ja. Auf der Rückseite. Genau. Ja. Ich hab sogar beide Enden der Keile benutzt. Haha. Oh Gott, ich erschieß sie nachher. Ich erschieß sie nachher. Ist mir scheißegal, wenn ich Crime Stufe 5 habe. Ich erschieß die. Ja. Welcome to Clasher. Der ist mir sowas von egal. Ich bin ja eher schon auf Career hier. Wenn ich euch abschieße. Der Shishi hilft mir. Oder Shishi? Du hilfst mir, ne? Wahrscheinlich. Verräter! So, okay. Hast du? Continue. Mann, das geht aber lang mit dem Ding, du. Meine Fresse. Ja. Jetzt sagt mir nichts mit dem langen. Ach, die sind so sexistisch, du sagst. Mann, lass nichts sagen, ne? Ich hab den Lack hängen gelassen. Ja. Genau. Das Wunschdenken, ne? So sind wir sexistisch. Wunschdenken. Ich verstehe ich auch nicht. Ja, wie war das eben? Ne? Genau. Das haben die Zuschauer. Was? Ja, eben, das haben die Zuschauer leider gar nicht mitgekriegt, ne? Leider sagst du, leider. Ja, damit die hätten die mal gesehen, was ihr zwei für komische Leute seid hier. Sexistische Leute. Wer hat denn bei Shishi hier. Ja, guck mal, da hängt er. Ja. Und der steckt mal wieder weg. Steckt mal weg. Ah, nee, besser steckst du da rein. Ja. Ja. Das waren deine Worte, nicht unsere. Ist okay. Ihr seid sexistisch. Ja, wenn du hier den Arm Shishi hier anmachst. Aber ihr seid sexistisch, weil ihr sowas denkt. Ja, ich hab nur gesagt hier, ne, steck mal das Ding da unten rein. Aber er wusste genau, was gemeint ist, ja. Und ihr, ne, ihr denkt wieder sexistisch. Ja. Shishi ist vollkommen unschuldig, der Kleine. Ja, sicher ist es, sicher. Ich hab ja auch nichts vom Gegenteiliges behauptet. Ihr seid ja die Banausen hier. Die Kulturbanausen. Über Bord schmeißen. Ja,
Wie viel haben wir denn noch? Oh Mann, ist der mal bei mir fertig hier. Ich halte das nicht mehr lange aus, ja. Ich halte das echt nicht mehr lange aus mit den zwei da hinten. Ah, oh, Gott. Weißt du, wenn er wieder blutend rumliegt, dann Hilfe, Hilfe! Genau, genau. Ja? Ja, ja, guck mal lieber da zu deiner Tür da. Ja, ja. Warte mal, warte mal. Komm, Schuss. Ne, er kommt gleich mit dem Messer angerannt hier gleich. So, bist du jetzt fertig hier hinten eigentlich? Immer noch nicht. Was? Was? Wer? Warst du das jetzt oder was? Ich weiß nicht. Wer schießt denn hier? Wer hat geschossen? Ich. Wer war das? Ich weiß nicht. Ich hab nichts gesehen. Ich auch nicht. So, jetzt ich muss auf Exit Crypto Key klicken. Ja, hab ich. So. Und jetzt, wenn er fertig geladen ist. Ach, Schichi, du willst mich verarschen, oder? Destruction of Vehicle. Deswegen machen wir den ganzen Aufstand wegen diesem popligen Scheiß? Ja, jetzt drückst du halt auf Dismiss. Meine Fresse, ne? Crimes, ich hab Crimes. Wegen so einem Scheiß. Jetzt wählst du dann irgendwas aus, da kannst du irgendwo drauf. Diplomat. Ja, ja. Meine Fresse, ey. Ja. Wegen so was machen wir den Aufwand, ne? Wie so ein bisschen Destruction of Vehicle. Ah, oh, nee. Nee. Ja, ja, wie sowas muss dann reinstecken, der Arme. Ja. Er ist verleitet dann zu einer Straftat. Ja, jetzt, hat dem Boss schon nicht gefallen. So, jetzt kannst du Lockout machen und jetzt müsste dein Crimeset jedenfalls weg sein, oder? Ja, ist weg. Sehr schön, ist weg. Wunderbar. Das heißt... So, abrücken. Ey. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, endlich Ruhe im Schacht hier. So. Ja, meine Lieben. Okay. Dann sage ich mal, danke fürs Zusehen. So, schön. Das hat mir jetzt richtig gut getan. Das hat mir so gut getan. Liebe Zuschauer, Sie sind live dabei beim Dislike und die Abo. Das habt ihr euch selber zuzuschreiben, oder Shishi, das haben sie selber zuzuschreiben, oder? Die waren so böse, ne? Die haben so viel missgelabert hier und mich ständig beleidigt mit meinem schönen Helm. Das ging nicht anders. Tut mir leid, dass sie... Das ist mein Schiff da drin, Hexen. Ansonsten ist das Universum zu klein für dich. Also, meine Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Wir sagen ciao, ciao und bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao.